Rudolf Hess war seit 1933 Stellvertreter des Führers in Parteiangelegenheiten. Diese Rolle hat er sich verdient gemacht, indem er schon seit 1923/24 ein Intimus von Hitler gewesen ist. Ein weiterer Faktor, der wichtig ist für die neonazistische Propaganda um Rudolf Hess, ist, dass er 1941 einen Flug nach England bzw. geografisch gesehen Schottland unternommen hat, um einen Separatfrieden mit Großbritannien auszuhandeln. Diese Aushandlungen sind nie über das Stadium seines dort Anlandens und Gefangennommenwerdens hinausgekommen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für die neonazistische Propaganda, dass er ein angeblicher Parlamentär gewesen wäre und deshalb hätte gar nicht festgenommen werden dürfen und in der Folge bei den Nürnberger Prozessen auch nicht hätte verurteilt werden dürfen. Vor dem Gericht, was ein weiterer Punkt ist für die Neonazis, Rudolf Hess als Identifikationsfigur zu begreifen, hat er sich als unbeugsam gezeigt. Die Worte "Ich bereue nichts" deuten also darauf hin, dass er 1945 wie auch später weiterhin ein überzeugter Nationalsozialist gewesen ist. Man sieht in seiner Haft in Spandau dann später auch, dass er daraus tatsächlich politisch nichts gelernt hat. Man sieht nur, dass er zwischendurch eine gewisse persönliche Verzweiflung zur Schau gestellt hat, indem er zwei Selbstmordversuche unternommen hat. Einmal, indem er sich mit dem Glas einer zerschlagenen Brille versucht hat, die Pulsadern aufzuschneiden, und ein anderes Mal mit Essbesteck. Deshalb sind auch die Umstände seines Todes durchaus realistisch anzusehen. Sozusagen, dass er im hohen Alter von 92 einen letzten und diesmal erfolgreichen Versuch des Selbstmordes unternommen hat. Diese Projektion auf Hess führt dazu, dass er durchaus bzw. seine Person und das Gedenken an seine Person dazu imstande ist, große Teile der neonazistischen Szene, Kameradschaften, Parteien zu mobilisieren. Für dieses Jahr haben die Neonazis 500 Teilnehmer angekündigt für den Bereich Charlottenburg-Spandau. Wir wissen nicht genau, wie die Route gehen wird bisher. Nichtsdestotrotz müssen alle Mittel in Bewegung gesetzt werden, um diesen Neonazi-Aufmarsch zu blockieren. Schließlich wissen wir alle, welches identifikationsstiftendes Merkmal solche Aufmärsche bieten. Erinnern wir uns zurück an Dresden, erinnern wir uns an die frühen 90er Jahre bzw. bis in die 2000er Jahre hinein, als solche Aufmärsche auch mit Bezug zu Hess jährlich stattgefunden haben und für die Neonazi-Szene ein ganz wichtiger Punkt ihrer eigenen politischen Verortung waren und sich sozusagen dort immer wieder gefunden haben und auch durchaus eine mobilisierende Wirkung in die eigene Szene heraus hatten. Wie wichtig Hess auch ist, sehen wir auch nochmal, wenn man daran zurückdenkt, dass Beate Zschäpe und die anderen Mitglieder des NSU schon in den 90er Jahren an Hess-Aufmärschen teilgenommen haben. Hier sehen wir sozusagen, wie massiv auch die militante bzw. sogar terroristische Neonazi-Szene sich auf Hess bezieht und welche Identifikationsfigur es ist. Deshalb ist es wichtig, dieses Jahr ihnen den Aufmarsch zu versauen. Deshalb ist es wichtig, ihnen dieses Jahr in die Suppe zu spucken, auf dass sie nächstes und auch in den folgenden Jahren nicht wiederkommen und ihre neonazistische Propaganda betreiben können.